Der Christian mit einem neuen schönen Motorrad einmal. Jawohl. Also unser Tourleiter heute bei einem schönen Motorrad. Morgen, grüß euch. Wir machen heute unsere letzte Tagestour. Ich bin jetzt beim Bürgersein Motorrad, meine steht noch in der Garage unten. Wir fahren jetzt zum Ausgangspunkt, wir treffen uns um 9:30 Uhr von Neustadt bei der Enitainstelle. Von dort geht es weiter Richtung Stockerausch, da laufen wir auf. Dann fahren wir Richtung Gas am Kampf auf, dann haben wir das Spitz. Und von Spitz geht es dann weiter Richtung Portal. Ist ein bisschen laut geworden da. Und nach dem Mittagessen kommen wir dann wieder am Mantel und lassen ganz auf die Tür wieder retour Richtung Vaneiburg, wo dann die Tour beendet ist. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Eine Ewigkeit später. So, da, wir sind am Punkt angekommen und jetzt geht's los. Jetzt fahren wir rauf in die schöne Wachau. Was ist von deinem Motorrad eigentlich noch da, was vorhin schon da war? Oder ist alles neu? Ist das ein neues? Nein. Ist nur noch was gestellt. Du musst halt schauen, wie einfach das Dienstschiff, das Sitzband. Bis nach Stockerau, dort werden wir es verlassen und fahren über die Bundesstraße und dann weiter unsere Tour. Schon war's. Was? Mama! 10 Minuten! Jetzt machen wir mal eine kurze Rast. Jetzt sind wir gerade im Kamptal angekommen.
Und jetzt haben wir es dann immer mehr weit nach Spitz, wo wir zum Mittag essen werden. Also 10 Minuten was? Bis zum Lokal. Bitte? Wie lange fahren wir, wenn wir es da wegfahren? Fahren wir weiter? Zum 10 Minuten bleiben wir da und dann fahren wir ca. 40 Minuten zusammen im Lokal, 50 Minuten. Wenn die schon erst um 1. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, 11 oder 12 Uhr wird es sein. Ah, eh, passt, wir putschen. Da wird fast gesimpelt. Hopp! Weg Richtung Spitz, und zwar zum Gasthaus Spitzal, wo wir sie einen Platz reserviert haben fürs Mittagessen. Ihr wäre schon Hunger. Ich fahre da so gern die Strecken, das Panorama wunderschön da, und vom Wetter her haben wir bis jetzt auch Glück gehabt, obwohl es heute noch Regen angesagt haben, aber bis jetzt passt alles.
befinden uns jetzt auf der bekannten Romantikstraße Richtung Spitz. Wenn ich mich nicht irre, geht die von Wien weg bis nach Salzburg, aber das Ganze ohne Gewehr, gell? Weil ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich auch schon von Wien weg geht. Diese Käsespätzle, diese Der Michael hat schön grüßen, er muss seine Bandscheiben schonen. Ja, na, wenn er mit mir schon grüßt. Großspotzen. So, da, geschafft haben wir es, zum Mittag sind wir. Ja. Und ich würde sagen, ich stelle euch einmal alle vor, die was mitgefahren sind. Eine Stunde später. Jetzt kommt einer meiner liebsten Strecken in der Wachau. Jetzt fahren wir dann zwischen die Weingärten durch. Das ist so ein Traum. Wunderschön. Oh, Gruppenfoto.